Und damit auch herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Indie-Horror-Let's Play. Und zwar zu Craven Manor. Und wir befinden uns gerade in... Wir befinden uns gerade hier in dem Anwesen in meiner kleinen Sommerresidenz. Ja, wurde schon lange nichts mehr gemacht, aber wir sind jetzt da. Wir renovieren jetzt hier ein bisschen. Aber leider. Okay. Mit E kann ich Sachen aufnehmen. Heavy Bronze Ornament engraved with the letter KM. Für Craven Manor. So, ich gehe mal kurz hier rüber. Dann ist es ja Notes of William Craven. Initially I lamented that the rituals of October were failures. 1 month later I turned my back to a statue I thought hollow and dead and the spirit within made itself know. Okay, ein Ritual, das im Oktober stattfand, ist also schief gelaufen. Okay, das gehört hier auch dazu. Da kann ich ein Buch. Moment mal ganz kurz. Okay. Nicht, dass denn... Nee, geht auch nicht. Ich möchte nämlich die Scheibe hier kaputt machen. Ach. Nein. Na gut. So, wo gehen wir denn hin? Da hinten war noch etwas. Etwas Kleines. Und das die Books. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Wo sind wir denn jetzt gelandet? In der Bibliothek. For who's over... Was? Who's over? Das kenne ich ja gar nicht, das Wort. Aber egal. Do not in the truth boasting of phantasm break that they can do miracles be destined to the torments of eternal fire. Alles klar. Alter, glaube ich hier irgendwie press E, left mouse to lift, drop or manipulate certain objects when the hand icon appears. Habe ich denn irgendwie eine Taschenlampe oder... Ah, ich habe eine Taschenlampe, okay. Aber verbraucht die auch Strom oder Batterien oder... Weinkeller Model... Was? Was war das denn? Ich will das nicht. So, J für unser Journal. I found a scale model of a wine cellar. It matches the model I saw in the entryway. Okay. Nehmen wir das gerade mal nochmal mit hier. Ganz geschwind. Da ist nochmal, da gehen wir gleich hin. Ich möchte doch gerade mal kurz was probieren. Oh. Was? Ups. Ich war es nicht. Ups. Okay. Bring Scale Rooms Model. Was? Kann ich das jetzt hier irgendwie dran setzen oder so? Ah, Moment mal. Ist jetzt die Tür zugefallen? Hallo? Und die Blutspritzer waren vorher auch noch nicht da. Und die Statue ist weg. Und ich will eigentlich gar nicht hier sein. The glass around the scale model was shattered. By whom or by what? I'm not sure that I want to find out. Ja, genau, das will ich auch nicht. As I brought a scale model close to the model on the table, it flew from my hand and posted itself on the table.
as if it was meant to be there. Then I heard sounds of stone against stone. If I remember correctly, a model of a library was attached earlier and now it is missing. Ach komm, ich drücke mal das Falsche hier. So, jetzt. Aber jetzt ist ja das Licht wieder an. Brauche ich die Taschenlampe jetzt nicht. Ich gehe mal... Nee, Moment mal. Ich wollte eigentlich nochmal zurückgehen in die Bibliothek. Da gab es ja noch etwas. Was? Wie abgeschlossen. Was? Bin ich denn jetzt? Ist das der Weinkeller? Das ist doch der Weinkeller. Upon close inspection, someone sees a painting with thousands of him. Fine scratches. Ja. Das ist der Weinkeller. Was ist das? Ein Löffel? Ein Glas? Blueprint. Okay. Entschuldigung. Aber ich sehe hier... Was war das denn? Da war die Statue. Ich hab's dir genau gesehen. Alter. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ah, geh doch da nicht rein. Da ist die Statue. Lass mich in Ruhe. Ja, ich geh doch. Ich will auch gar nicht hier sein. Oh, scheiße. Ah, ich hasse diese kleinen Puppen. Die sind schrecklich. Ja, aber was soll ich denn jetzt hier drin? Hier drin gab's... Ich jetzt hier. Ah. Was war denn das? Ah. Hau ab! Wo soll ich hin? Was? Bedroom, okay. Der Bedroom. Schon wieder die falsche Taste. Sorry. Der Bedroom. Da müssen wir doch hin. Ich will hier nicht sein. Ich will weg. Lass mich in Ruhe. Hau ab. So. So, der passt da hinten drauf. Ach Gott, das geht ganz auf. Das geht bis ganz da hoch. Oh je. So, jetzt hat sich doch... Moment mal kurz, ich muss gerade noch mal kurz schauen. Das war aber da hinten. Da, wo die Sofas standen. Aber die kriege ich ja irgendwie nicht weg. Gerade mal kurz... Ja, ich hoffe mal, das hört man jetzt nicht, was hier gerade... Denn draußen hört man so eine Kreissäge. Denn die arbeiten da unten irgendwo und... Ich habe jetzt extra mal die Fenster zugemacht, damit man das nicht hört, aber... Ich weiß es nicht. So, Saving. Saving ist immer schlecht. Nein, geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich will dich nicht. Doofe Figur.
Inside this book are many diagrams and sketches of human teeth. Zahnarzt. Lektüre. Ich will da nicht rein, wo der war. Hä? Was? Ah! Alter. Da ist der William Craven, denke ich mal, dass das ist, in Miniaturausführung. Gibt's jetzt auch als handliche Actionpuppe für kleine Kinder, jawohl. So, wo war ich denn? Moment mal, Hä? Was war das denn? Wo soll ich denn hin? Ah, hau ab! William, hau ab! Ah. Alter, was geht denn hier jetzt? Wenn ich ihn angucke, bewegt er sich nicht, oder? Warte mal ganz kurz. Ich musste aber ganz kurz mal hier rüber. Ich wollte das doch. Hi. Puppe. Kann ich das denn nicht bewegen? Warum kann ich das denn nicht bewegen hier? Was soll ich denn machen? Ich hänge ja auch fest. Alter. Komm mal ab jetzt. Lass mich mal in Ruhe. Du Mistvieh. Da! Ah! Alter, was soll ich denn machen? Kann ich ihn mit irgendwas abwerfen? Was macht ihr denn? Hä? Ja, ganz toll. Ach, jetzt? So. The horror lives in the recesses of darkness, a place between curiosity and madness. I can feel it. It seeks to destroy me. Ja, es destroyt mich auch ganz schön. Ach, da gibt's noch ein Bildchen. Ah! Full Chain. Ah. So, hier sind noch ganz viele Zettel. Also der war doch auch so irgendwie so, der hat doch damit was zu tun. Der hat doch diese ganzen Library Model, da waren wir doch schon drin. Naja, egal. So, ich renn hier weg. Ist mir egal. Wo kommt denn jetzt die Tür her? So. Aber der hat doch auch was damit zu tun, also. So, die Library war da unten.
Damit geht sie auch wieder auf. So, und da dieser nette kleine Schwarm hier, dieser nette gelbe Schwarm, der zeigt mir immer an, wo ich hin muss. Das ist ja ganz toll. So, und ich möchte eigentlich auch ein falsches Buch. Ah, guck dir mal an. So, die Library. Ja, wird ja sowieso immer wieder hier sein. Da steht er schon. Und da ist er weg. War's das? Oh. Er kniet wieder. Hä? Wie? Moment mal kurz. Moment mal kurz, lass mich mal kurz in Ruhe. Oh. Aber ich muss doch irgendwie. Moment mal kurz. Ich will, ach so, da sind noch Bücher. Nee. Ja, ist ja gut. Das hört sich total merkwürdig an. Was du da hier fabrizierst. Oh. Ja, so langsam ist es hier auch. Das stimmt nicht. Oder was? Das soll ich nicht machen. Ach, da drüben ist noch ein Buch. Ah, sorry. Also, Moment mal kurz. Ich muss jetzt hier alle Bücher in der Reihenfolge machen. Okay. Naja, die ersten zwei gingen ja. Das war ja okay. Das geht. Das geht auch. So, das da hinten ging nicht. Das ist falsch. Entschuldigung, darf ich mal kurz durch? Danke. Dann probiere ich das. Und jetzt kann ich das andere probieren. Das waren ja dann vier Stück, glaube ich. Ah, ist ja gut. Wir gehen nachher spielen. So. Oh. Schön. I found a heavy bronze token. I believe I remember spotting a place for it in the entryway under the stairs. Dann nehmen wir das mit. Und gehen wieder hier raus. So langsam geht's eigentlich mit der Figur. Die ist nicht mehr so. Muss mal durch, bitte. Under the stairs. Ah, ich weiß wo. Ja, stimmt. Ach, das gibt jetzt einen Geheimgang. Da sieht man es auch schon. Ja, ich denke mal, ich mache hier mal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.